ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Ihr seht es schon, eine weiße Tüte. Sie ist diesmal sehr schmal von FGOBI. Das ist eine Kooperation. Ich durfte mir was aussuchen. Ich habe einen was gefunden. Ist ein bisschen größer oder auch nicht. Das werden wir mal sehen. Wir gucken es uns gleich an. Deswegen ist es nur eine Sache geworden. Es ist ein Bild. Es ist ein Fünfteiler. Und mir hat das Motiv sehr gefallen und ich dachte, hey, so ein Fünfteiler ist vielleicht ganz praktisch, weil da kann man immer mal einen Teil kleben und dann kann man mal was anderes machen. Fand ich so für zwischendrin ganz gut. Und ich wollte mir einfach mal anschauen, ja, wie das so ist. Deswegen holen wir es einfach mal raus. Und da ist auch schon unser Bildchen. Mehr war in der Tüte nicht. Ich habe mir in der Tat nur eines ausgesucht. Und ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Es sind zwei Hände, die einen Herz formen und im Hintergrund geht die Sonne unter oder auf. Das kann ich gerade schwer erkennen. Wir sehen auch schon, wir haben 24 Farben. Und das Bild ist 95 x 45 cm groß. Ich gehe davon aus, dass das hier, was hier steht, auch wieder unsere Leinwandgröße ist. Deswegen habe ich mich hier direkt mit einem Lineal bewaffnet, dass man das auch alles ordentlich ausmessen kann. Und ich würde sagen, wir schnacken mal nicht lang und gucken direkt rein. Ja, ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, ich werde nicht zu viel räuspern und husten. Aber ich dachte, ich wollte das Video jetzt einfach drehen und ja, wollte jetzt nicht länger warten. Ihr hört es auch im Hintergrund, ich bin in meiner Küche, man sieht es an dem weißen Tisch, ne? Das ist ein anderer Video-Hintergrund und man hört auch im Hintergrund meinen Kühlschrank arbeiten. Noch lebt er, noch gibt es ihn, aber vielleicht wird er nächstes Jahr ausgetauscht, ich weiß es nicht. Aber solange er macht, darf er erstmal bleiben. Ja, dieses Bild hat 5 Teile und insgesamt 24 Farben. Wir haben hier eine Legende. Und die Legende ist für alle 5 Teile gleich. Und das ist hier schon der erste Teil. Hier fängt die Hand an. Dann haben wir hier den zweiten Teil. So, und jetzt wird es schon zu groß. Ja, wir nehmen erstmal alles raus, was hier noch dabei ist. Ich zeige euch auch hier den mittleren Teil. Hier kommen die Hände aufeinander, formen hier das Herz. Und hier haben wir den Sonnenuntergang oder die Sonne auf jeden Fall. Hier haben wir dann die zweite Hand. Ja, und das letzte Bild ist dann hier noch ein Stück von der Hand und halt noch schön viel Rot. Der Druck, der kriegt von mir eine 3, man kann es gut erkennen. Sieht jetzt durch die Kamera in der Tat noch ein bisschen besser aus. Also man könnte auch eine 2- geben. Es ist jetzt nichts dabei auf den ersten Blick, wo ich sage, da habe ich Probleme, es zu erkennen. Ja, wir geben eine 2-, würde ich sagen. Auf jeden Fall gut. Man kann alles erkennen. Man kann auch ohne Lightpad painten. Wir haben kein Raster. Wir haben runde Steinchen. Das heißt, in dem Fall setzen wir unsere Steinchen einfach mittig auf unser Symbol. Werden wir dann auch machen. Wir machen auf jeden Fall ein kleines Probepainting. Da fangen wir dann wahrscheinlich hier mit dem an oder mit der anderen Seite. Und ich würde sagen, wir schauen mal. Ja, diese 5 Teile kommt insgesamt auf einer Leinwand. Was ich später machen werde, ist, dass ich mir die ausschneiden werde, dass ich da einfach nur 5 kleine Teile habe, die ich dann auch mit in meine Mappe legen kann, wenn ich dann mal nicht painte. Dann ist alles schön beisammen. Hier muss ich mal gucken. Dieser Knick ist leider auch hinten in der Leinwand zu sehen. Deswegen werde ich das dann später mal ausschneiden und mit einem Schieber versuchen glatt zu legen, wenn ich die Folie wegnehme. Ich gucke mal, ob das schon ausreicht. Ansonsten wird irgendwas beschwert. Auf jeden Fall möchte ich das dann so machen, dass hier ja, die Folie glatt drauf liegt, weil die Folie klebt hier in der Falte natürlich nicht. Gucken wir mal, ob wir das vielleicht noch zusammen im Video machen oder ob ich das alleine mache. Aber ich denke mal, das Ausschneiden
können wir mal machen und einfach dieses Abziehen und ja, mit dem Schieber das vielleicht hoffentlich retten. Das machen wir eventuell zusammen. Ja. Was ich mir dann noch ausschneide, ist natürlich hier, hoppala, meine Itemnummer vom Bild, ne, und die Größe. Und natürlich auch meine Legende. Die Legende haben wir auch zweimal. Unten rechts gibt es die auch nochmal. Wir haben nur Buchstaben, das finde ich ja immer sehr gut. Ich finde, Buchstaben sind wirklich für den Kopf ganz schnell aufzufassen. Und da hat man ganz schnell seine Farbe gesucht. Gerade wenn wir so wenig haben, freut mich das immer. Und wir nehmen mal unser Lineal und messen mal nach. Also, in der Breite hat ein Abschnitt ungefähr 15,5 cm. Also haben wir jetzt mal auf 15 cm gehen. 15, 30, 45, 60, 75 cm insgesamt in der Länge. Und in der Höhe haben wir hier einmal 19,5 cm. Die mittleren haben knapp 29,5 und der große Abschnitt, der hat, lasst mich schauen, einmal 30 cm und ja, 39,5 cm. Ne, also Breite insgesamt von allen, wenn man die da nebeneinander legen würde, wären 75 und die Höhe ungefähr 40. Trotzdem noch eine schöne Größe. Ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Ist auch wunderschön sticky. Der Rest unserer Leinwand glitzert eigentlich auch noch. Aber ich glaube, das fängt es jetzt gerade nicht so gut ein. Vielleicht kann man es trotzdem ein bisschen, ja, hier kann man es vielleicht ein bisschen erahnen. Ja. Finde ich gut. Also, ich finde es wirklich, wirklich gut. Ich denke mal, wir werden hier unser Probepainting machen. Und ja, hier bei dem Teil. Das gucken wir uns an, wie wir das vielleicht noch gerade kriegen. Ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Machen wir einfach zusammen mit dem Video. Sowas kann vorkommen. Lässt sich aber auf jeden Fall retten, denn wir haben Bold Glue und das ist wirklich das Tolle. Kommen wir jetzt aber mal zu den Sachen, die noch mit dabei waren. Ich hole euch noch mal ein kleines Stück runter, damit ich auch sehe, ob ich alles schön in die Kamera halte. Wir haben Toolkits mit dabei. Zwei Stück. Ein einfaches Toolkit mit dem grünen Schöpfchen, was vorne zu ist, einem Wachsblättchen, einem kleinen und einem rosa Stift. Hier sind keine Tütchen mit dabei, kein Mehrfachsetzer, aber alles Wichtige ist mit drin. Und dadurch, dass es ein großes Bild ist, wurde uns anscheinend noch ein zweites Toolkit mit dazu gegeben. Diesmal mit einem etwas größeren Wachsblättchen, auch einem rosa Stift und einem Grünschiffchen, was vorne zu ist. Im Grunde sehr schön. Es ist ein großes Bild, was man fünffach abteilen kann. Das heißt, wenn man zu zweit dran paintet, hat man auch gleich zwei Toolkits mit dabei. Und unsere Steinchen. Und das freut mich sehr, wie unsere Steinchen daherkommen, denn sie kommen in Zipptütchen. Und das gucken wir uns jetzt direkt an. Hier haben wir auch nochmal unser Y248, unsere Itemnummer, die auch mit hier auf der Leinwand steht. Das finde ich ja immer sehr gut. Wie gesagt, ich bin sehr begeistert, dass wir hier Zipptütchen haben. Dadurch, dass es nur 24 Farben sind, könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen, dass wir direkt aus den Zipptütchen painten, wenn wir an dem Bild arbeiten. Kann aber auch sein, dass ich es mir in ein Köfferchen oder in ein anderes Behältnis umfülle. Werden wir einfach mal sehen. Okay. Wir machen Lärm. Kennt ihr von mir? Und holen alles mal raus. Sehr schön ist auch, dass die Zipptütchen der Reihenfolge schon mit geordnet ist. Das heißt, hier unten haben wir die 1,
Man erkennt es jetzt ein bisschen schlecht. Es ist ein rosaner Aufdruck und wir haben hier so dunkelrosa, dunkelrote Steinchen. Da haben wir hier nämlich einmal so einen Diamanten und eine 01 draufstehen. Das heißt, das ist unser G mit der DMC-Nummer 150. Dann haben wir hier die 2, ein dunkelviolett. Die 3, hier sieht man den Aufdruck etwas besser, weil hier nicht so viele Steinchen drin sind. Ja, die Farbe erinnert so ein bisschen an Rosenholz mäßig. Oder altrosa. Dann die Nummer 4, ähnlich wie die Nummer 3, nur ein bisschen dunkler. Also sehr stimmungsvolle Farben, finde ich auch. Wenn ich mal Lust habe auf so dunkelrot und dunkellila und orange, dann ist das ein perfektes Bild. Die Nummer 7, so ein ganz dunkles Taupe. Und die 08 ist nochmal so ein schönes, ja, lila Bordeaux. Wirklich tolle, tolle Farben. Dann haben wir hier die 09. Schönes orange-rot. Die 11 ist wieder so ein schöner dunkler Bordeaux-Ton. Dann haben wir hier die 12, ein schönes helles Beige, bisschen rosa. Dann die 13, auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Und die Nummer 14 ist ähnlich wie die Nummer 13, nur ein kleines bisschen peachiger. Die Steinchen sehen übrigens recht gut aus. Wir haben Acrylsteinchen. Ich sehe hier aber kein Trash oder sowas mit drin. Hier ein kleines bisschen, aber ansonsten sieht das wirklich toll aus. Dann haben wir hier die 15. Oh, die 15 ist ein schönes dunkles. Das ist das W, die 3371. Dum-dum-dum. Dann haben wir hier die 16, auch wieder ein schöner Rotton, nochmal ein schöner dunkler Ton, die 17, ebenso schöner dunkler Ton, die Nummer 18, die Nummer 19, das ist wieder so ein Peach, dann ein bisschen braun, die Nummer 20, die Nummer 21 ist ein Gelb. Nummer 22 ist ein Gelb, was orangestichig ist. Dann haben wir hier nochmal ein rotstichiges Braun und ein kleines bisschen Weiß für unsere Sonne. Das Weiß ist übrigens die 3865, also dieses schöne Off-White. Okay, was ich jetzt noch machen werde für mich, ich werde jetzt hier gleich noch mit einem Edding einfach die, wie soll ich sagen, die DMC-Nummern und meine Buchstaben mit draufschreiben, damit ich das einfach schon mal habe. Ja, mein Kühlschrank ist fleißig am Rumoren. Viele kennen es ja noch aus meinen alten Videos. Ich habe ja in der Küche angefangen zu drehen. Ja, warum drehen wir in der Küche? Ganz einfach, weil im Wohnzimmer auf meinem Platz der Winter am See liegt und das Bild ist so riesig. Und da ich jetzt jeden Tag ein Video drehen möchte, aktuell, ja, habe ich gedacht, machen wir das Drehen in der Zeit in der Küche, solange der Winter am See noch nicht fertig ist. Und ja, dann gibt es wieder die altbekannte Umgebung, wie wir sie eigentlich immer haben. Solange müssen wir uns leider mit dem weißen Hintergrund und mit meinem Kühlschrank zufrieden geben. Okay, also ich hole mir jetzt mal mein Edding. Ich dachte eigentlich, dass ich den hier noch liegen habe. Oh, habe ich sogar. Der lag nämlich auf meiner Küchenzeile. Nun würde ich sagen, fangen wir mal an, das hier drauf zu schreiben. Ich schreibe halt immer mein Symbol mit drauf, das ist natürlich immer am wichtigsten. Und aber auch die DMC-Nummern. Ich hebe mir meine Reststeinchen immer auf. Dann haben wir hier das G mit der 150. Einfach habe ich es schon so mal ein bisschen grob geordnet. Na, erkennt man jetzt nicht ganz so gut, aber reicht erstmal aus. Das B mit der 154 und die 3 haben wir schon, das X mit der 200.
23. Okay, ich würde sagen, ich mache das jetzt mal ganz schnell in einem mega kurzen Zeitraffer. Und ja, dann schneiden wir uns mal hier unsere Bildchen zurecht und kommen zur Paintprobe und auch hier, um das glatt zu legen. Ich habe jetzt alles fertig beschriftet und sortiert. Meine Tütchen liegen jetzt oben am Tisch. Vielleicht kann ich euch mal kurz runternehmen, kann ich es euch kurz zeigen. Ist ein bisschen ungewohnt, weil meistens, wie gesagt, ich liebe es ja eigentlich aus meinen Koffern oder anderen Systemen zu arbeiten. Aber ich habe das jetzt mal so gemacht. Für eine kurze Paintprobe wird das ausreichen. Und wenn ich länger dran arbeiten werde, ja, dann werde ich das wirklich so machen, denke ich, dass ich das dann noch umsortiere. Okay, ich habe jetzt hier eine Schere liegen, einen Schieber und mein Edding. Den Edding einfach darum, ich werde jetzt alle fünf Abteilungen mir ein bisschen ausschneiden, ein bisschen kleiner, sodass ich das, wie gesagt, wegräumen kann in meine Ordner. Und ich werde, wie soll ich sagen, hinten auf die Rückseite 1, 2, 3 und so weiter schreiben, damit ich weiß, welches Abteil welches ist. Im Grunde sieht man das sehr gut. Ne? Also man braucht das nicht unbedingt. Ich werde es aber trotzdem machen. Ja, Legende und nochmal so ein Bild mit der Itemnummer und der Größe. Das schneide ich mir auch noch mit aus. Und dann gucken wir einfach mal, ob das so klappt. Und sobald wir das ausgeschnitten haben, kümmern wir uns hier darum. Wir schauen mal, wie das wird. Ob das klappt, ob das nicht zu viel Lärm macht, wenn ich das jetzt ausschneide. Das kann auch gut sein. Ich glaube, ich mache das jetzt auch erstmal bloß ein bisschen grob oder machen wir es gleich ordentlich. Im Grunde wäre gleich ordentlich dort ein bisschen besser. Ich schneide es jetzt hier so mittig erstmal durch. Oh, die Leinwand glitzert, ich sag's euch. Ja, hier sind wir gerade. Und hier sieht man auch ein bisschen das Glitzern gerade. Sehr schön. Sowas stehe ich ja total. So, und da haben wir unser erstes schon getrennt. Was ich jetzt noch mache, ich schneide das hier unten ab, weil ja, hier unten ist natürlich kein Kleber. Das würde mir zu sehr rumflattern, das würde mich einfach ein bisschen stören. Und umso kleiner das ist, umso handlicher ist es natürlich dann später auch beim Painten, wenn ihr mich fragt. So. Ja. So sieht das doch schon gut aus. Dann schneide ich mir jetzt hier den Teil von der Legende ein bisschen ab. Aber warte, ich mach's mal kurz anders. Dass wir einfach nicht so gestürzt sind von der Folie. Mindestens ich. Mache ich das jetzt nochmal so. Schneide auch hier nochmal so entlang. Ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen gerade geschnitten. Ich habe das jetzt echt frei Hand ausgeschnitten. Ja, dann kann man nämlich jetzt hier die Folie entfernen. Einfach mal ein bisschen weniger, was noch rumknistert. Und was ich mir auf jeden Fall aufhebe, ist hier meine Legende. Die gehört einfach mit dazu. Das geht Richtung Müll. Wird jetzt einfach mal auf mein Sofa gelegt. Ja, ich habe ein Sofa in der Küche. Und zwar direkt da drüben, ein altes schwarzes Ledersofa. Das hatte ich mir übrigens bei eBay Kleinanzeigen mal rausgesucht. Das war zu verschenken eingestellt und es hat so super hier in meine Küche gepasst, als ich eingezogen bin, dass ich gesagt habe, jo, das nehme ich. Sieht schon ein bisschen verlebt aus, aber das passt dadurch erst recht. Vor allen Dingen Ledersofa und Katze, ne?
So wird es mich nicht ärgern, wenn Timmy doch mal da dran rumkrallt. Also, das ist jetzt unser erstes Teilchen, deswegen schreibe ich dann hier nochmal eine 1 drauf und hier auch nochmal meine Itemnummer. Und zwar Y248. Ja, und ich denke, mit dem werden wir dann auch anfangen zu painten. Da wird man noch nicht viel sehen. Wir gucken mal, in welchen Ecken wir anfangen. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal so die wichtigsten Sachen beisammen. So kommt es dann auch mit in meine Sammelmappe. Kommt jetzt auf jeden Fall ein bisschen zur Seite. Und was wir jetzt noch ausschneiden, ist das Teil, damit wir das ein bisschen gerade legen. Die anderen mache ich dann offline, also nicht im Video. Sonst zieht sich das ja auch wieder einfach ein bisschen zu lang. Muss ja jetzt auch nicht sein. So, und wir sind wieder am Schneiden. Ich hoffe, das Schneiden ist nicht zu laut. So. Den Rest hier, den rolle ich noch mal kurz ein bisschen zusammen. Hier zur Seite. Und hier machen wir jetzt auch wieder, dass wir einfach ein bisschen unten was abschneiden noch. Für die Sachen, die wir jetzt nicht brauchen. Ich finde, so ist das ganz okay. Und auch hier kommt auf die Rückseite unsere Itemnummer und eine 2. So. Einfach damit man es besser mal zusammenordnen kann. Okay. Schere braucht man also heute nicht mehr. Und hier sehen wir jetzt unseren Knick. Da, wo der Knick ist, ist das Papier recht gerade darüber. Deswegen werde ich das jetzt echt mal einfach so machen, dass ich hier die Folie ein kleines bisschen abziehe, nicht komplett, nur ein bisschen, und versuche, da die Folie so drauf zu machen. Aber ich sehe schon, das wird, glaubt, nichts. Ja. Dann machen wir die Rückseite ein bisschen verlieren. Ja, aber der Knick ist echt so stark, dass ich da hier einfach nichts wirklich tut. Vielleicht probieren wir das mal aus mit dem Bügeln. Stark. Und das Problem ist, wenn man jetzt hier halt paintet, hat man halt trotzdem dann diesen Knick mit drin. Wäre natürlich nicht so schön. Und das wollen wir auch nicht. Hier sieht man übrigens bei dem Port Clou, ich weiß, bei euch sieht man das wahrscheinlich nicht, aber wenn ich hier aus diesem Blickwinkel gucke, sieht man richtig, wie das mit dem Pinsel aufgetragen wurde. Verrückt, das ist mir noch nie aufgefallen. Also der Port Clou. So. Ja, nee, aber besser geht's nicht. Also dafür nehme ich die Schieber immer sehr gerne. Manchmal hat man da kleinere Knicke drin, aber der hier, der ist einfach. Naja, wie soll ich sagen, zu hartnäckig. Ja, ein bisschen besser ist es geworden, aber leider nicht komplett. Also hier hinten sieht man es ein bisschen, der ist noch da, aber nicht mehr ganz so arg. Aber er lässt sich nicht komplett rausnehmen.
Das kriegen wir nicht hin. Also werde ich das einfach mal mit der Variante glattlegen probieren. Teppich habe ich leider keinen, aber ich werde versuchen, dass ich einfach schwere Bücher drauflege und das eine Zeit lang liegen lasse. Wie gesagt, hier haben wir jetzt so gut wie möglich die Luft rausgedrückt, dass unsere Folie auch direkt auf der Klebeschicht mit ist. Ein bisschen Luft zieht es dann aber trotzdem, was dann aber normal ist. Und dann würde ich sagen, ja, tun wir das beschweren und irgendwann erzähle ich euch vielleicht mal in einem anderen Video so nebenbei, ja, was dann hier dabei rausgekommen ist. Ich denke mal, könnte interessant sein. Und ja, wir warten mal ab, was da so rauskommt. Okay. Also, hier unsere Nummer 1 müsste dann so rum sein. Ja, hier ist der Teil von der Hand. Ich habe auch schon mitgedacht. Haben wir gedacht, hey, Paintprobe. Habe hier meine kleine Unterlage mitgenommen. Ich habe hier einen Stift drin, ein bisschen Wachs, mein Skalpell, falls ich brauche, einen Coverminder und eine Pinzette. Habe mir auch noch so ein weißes Schälchen mitgenommen, falls ich ein bisschen Trash oder sonstiges habe. Und natürlich ein Schiffchen. Und ich würde sagen, legen wir mal los und wir fangen, denke ich mal, einfach hier unten an. So. Coverminder drauf. Ja, runde Steinchen, geht bestimmt gut. Ist auch so ein nettes Bild für zwischenbei. Da ich mich ja mit den Symbolen noch nicht auskenne, manchmal hat man das ja dann im Kopf, wenn man lange an einem Bild paintet, lege ich mir meine Legende noch mit dazu. Also ihr müsst das auch übrigens nicht so zerschneiden, wie ich das jetzt gemacht habe. Das habe ich jetzt nur für mich gemacht, weil es einfach für mich handlicher ist und die Leinwand für meine beiden Tische, also egal welcher Tisch, einfach zu groß ist. So, wir gucken uns mal hier das Haar an. Davon haben wir bloß 6 Steinchen zu setzen, kommen aber da im Eck gleich mit drin vor. Deswegen schauen wir mal, wie die so sind. Ich tue jetzt mal nicht zu viel ins Schiffchen. Aber ja, sehen ganz gut aus. Und ich sehe hier auch kein Trash irgendwie mit drin. Und schon fangen wir an mit Legen. Wir machen jetzt auch wirklich bloß eine kleine Paintprobe. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, wie das so aussieht. Übrigens, der Kleberand hier unten, der geht ganz schön weit, eben auch so an den Seiten. Das heißt, da werde ich höchstwahrscheinlich später mit Washi-Tape abkleben, wenn ich da mal etwas länger dran sitze. Wenn man in einem Tierhaushalt lebt, weiß man einfach, dass das dann viel zu schnell verschludert wird. Ne? Oder man kommt einfach mal mit seinem Ärmel dran, legt sich drauf und dann hat man da auch überall Flusen. Den einen oder anderen stürzt nicht. Das ist auch ganz gut. Mich selber, ich komme da so nicht gut drauf klar. So, dann nehmen wir jetzt mal das P. Und das P ist unsere Nummer 4. 315. Davon brauchen wir ein bisschen mehr. Auch hier sehen die Steinchen sehr gut aus. Für die Leute, die mit Mehrfachsätze setzen, ja, die richten sich in einem Schiffchen, was das zulässt, sehr gut aus. Die 12 Farben, die wir jetzt hier geklebt haben, unterscheiden sich irgendwie optisch vom Auge. So gut wie gar nicht. Jedenfalls ist das meine Meinung. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Lässt sich jedenfalls gut legen. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt noch mehr dem Knurren meines Kühlschranks zuhören, klebe ich im Zeitraffer noch ein kleines bisschen weiter, um euch dann das Endergebnis zu präsentieren. Wie gesagt, wird nur ein ganz kurzes Zeitraffer, aber dass wir mindestens ein bisschen was gelegt haben, ja, reicht es hoffentlich aus.
Und da ist das Mini-Zeitraffer auch schon wieder vorbei. Ihr seht, es ist wirklich nur ein Mini-Eck, was wir gelegt haben. Aber es reicht, um mal zu gucken, wie die Steinchen so liegen. Und ich bin sehr zufrieden. Sieht toll aus. Ich habe sogar einmal mit einem Vierersetzer was gelegt. Ging ganz gut. Also ich finde es top. Und ich kann mir vorstellen, dass ich das wirklich mal weitermache. Ich denke, das ist wirklich toll. Ich liebe ja so kleine Snackbilder. Und ich kann mir das wie ein Snackteil, wie ein Snackbild aufteilen. Immer mal eins. Ne? Vielleicht, wenn ich an meinem PC sitze, dass es so mein Bild am PC wird, ein bisschen am PC arbeite und ein bisschen Leerlauf habe, weil gerade mein PC zum Beispiel irgendwas schneidet oder rendert oder ich weiß nicht, auf was ich dann warte manchmal. Ja, dann kann ich ja nebenbei da einfach ein bisschen mit dran kleben. Eigentlich auch eine sehr schöne Idee. Ja, also ich danke FGOBI jedenfalls für dieses schöne Bild. Ist für mich mal was Neues. Und wir haben uns auch mal was anderes angeguckt. Wie gesagt, solche Bilder gibt es ja wirklich sehr, sehr viel in verschiedenen Arten, auch nur als Dreiteiler oder als Vierteiler in verschiedenen Größen. Ich hatte mir das ausgesucht, weil ich einfach das Motiv sehr schön fand. Und ja, im Thumbnail seht ihr das Motiv auch noch mal ein bisschen größer, wie es dann wahrscheinlich rauskommt. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben. Damit unterstützt ihr mich wirklich gut. Und seid ihr neu auf meinem Kanal, dürft ihr den natürlich auch sehr gerne kostenlos abonnieren. Aktiviert dann auch noch die Glocke. Da oben oder da unten. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Dann verpasst ihr wirklich gar nichts mehr und werdet auch über jedes Video von mir informiert, wenn was rauskommt. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald, ihr Lieben. Ciao, ciao.